Hey Friends, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin gerade mit Mama im Auto, denn sie hilft mir netterweise. Denn ich werde jetzt zum DM gehen und die letzten Sachen fürs Baby kaufen. Also auch Windeln, so die Erstausstattung quasi für die Kliniktasche, Kreißsaaltasche und Wickeltisch. Und dadurch, dass das super, super viele von euch interessiert hat und ich das immer wieder gelesen habe, dachte ich mir, nehme ich euch heute mit. Es gibt einen Live-Haul jetzt gleich bei DM drin und ich zeige euch am Ende auch nochmal die Produkte und sage euch dann auch, was ich für alles bezahlt habe. Ich bin selbst mal super gespannt, was da zusammenkommen wird. Ich glaube nämlich, dass es nicht ganz so günstig wird, weil Windeln und sowas sind bestimmt recht teuer. Ich habe sowas auch noch nie gekauft, aber ich habe vorher mit meiner Hebamme auch geredet, was ich brauche und was ich nicht brauche, auch für mich selber. Und deswegen... Ja, das sind nur so meine Empfehlungen oder meine Sachen, die ich kaufen würde. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass noch was fehlt oder was ihr so dabei hattet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich rede jetzt nicht mehr länger. Und ich brauche zum ersten Mal beim DM jetzt einen Wagen. Tatsächlich habe ich noch nie gebraucht. Ich habe mir hier übrigens so eine schlaue Liste gemacht, was ich alles brauche und was alles in die Tasche reinkommt. Und das hier ist übrigens der komplette DM-Einkauf von mir und vom Baby. Ich weiß halt aber nicht, welche jetzt... Die finde ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Oder die hier. Das sind die größeren. Ach so. Mhm. Okay. Ein bisschen Mädchen darfst du schon sein. Oh, die ist ja voll weich. Ach so. Nachtlicht. Okay. Ach, das sind einfach nur mehr. Ach, das sind. Ach, das sind Waschfarbe. Und sie sind ja immer da. Nehmen wir einmal die hier. Gut. Wir sollten erstmal lang, gell? Ja. Ja, aber falls ihr nicht mit zurechtkommt, könnt ihr noch eins kaufen. Am besten dann. Du brauchst zum Eincremen? Ja. Nivea ist immer gut oder BB. Die ist auch sehr gut. Hier ist mein kompletter DM-Einkauf. Ich habe bezahlt 34,30 Euro. Ursprünglich hätte es gekostet 56 Euro. Ich hatte aber noch super viele Payback-Punkte, weil ich Payback sammle. Und deswegen habe ich die komplett eingelöst. Und ja, habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld gespart. Mir fehlen noch ein paar Sachen. Das ist noch nicht hundertprozentig alles leider, weil der DM manche Sachen nicht hatte. Manches muss ich auch einfach online bestellen, weil die es nicht verfügbar hatten oder auf Lager hatten. Ich gehe aber morgen nochmal in die Stadt mit einer Freundin zu H&M und werde auch da nach Unterhosen und sowas gucken fürs Wochenbett. Da nehme ich euch auch nochmal mit. Ich schmeiße jetzt einmal mal gemischt, also nicht Baby und dann ich oder so, sondern ich habe jetzt fürs Wochenbett, also für mich selber, diese Maxi-Binden Night Plus. Das sind 20 Stück, die sind extra lang. Die fühlen sich auch sehr dick an, also ich bin sehr gespannt, ob die gut sind oder nicht. Ich habe nämlich zwei Packungen gekauft, weil kann sein, dass das eine zu dünn oder zu dick ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die sind nochmal dicker. Das sind Maxi Super Plus bei starker Blasenschwäche jetzt. Die sind richtig lang und da sind 10 Stück drin. Also ich denke, dass das fürs Erste reichen sollte. Und wenn ich gar nicht klarkommen muss, Philipp halt nochmal losfahren und neue kaufen. Dann habe ich Stilleinlagen von Lansino gekauft. Da hat mir sehr, sehr viele von euch empfohlen, dass die sehr gut sind. Und ich habe jetzt erstmal nur ein Päckchen genommen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Und deswegen, da sind 30 Stück drin.
Als nächstes habe ich dann hier von Neutrogena diese Deep Moisture Sensitive Body Lotion. Die ist parfümfrei. Schon mal für die Zeit, wenn das Baby da ist. Da soll man ja auch so ein bisschen drauf achten, dass man jetzt nichts mit so krassem Geruch trägt und nicht meinen Körper sehr, sehr gerne momentan eincreme. Zudem ist meine Body Lotion für meinen Bauch leer gegangen. Also nicht Body Lotion, hier heißt das Body Körperbutter. Und die war so 100% natürlich, war auch echt richtig teuer. Hat aber 8 Monate jetzt zweimal täglich gehalten. Also ich habe immer meine Brüste eingecremt, meinen Bauch und meinen Po. Also ich mache es immer noch, aber jetzt ist sie leer und deswegen habe ich mir eine neue mitgenommen. Also ja. Und Neutrogena ist super, die habe ich auch schon immer für meine Hände benutzt. Dann habe ich von Balea Matt ein Ultra Sensitive Duschgel genommen. Das ist auch Parfüm und Parabene und farbstofffrei, also ideal auch für die erste Zeit mit Baby. Auch das haben mir ganz viele von euch empfohlen, die HPR Lanolin Brustwarzensalbe soll sehr, sehr, sehr gut sein und kann man nicht nur für die Brustwarzen nutzen, sondern auch für Nagelpflege, trockene Haut, bei Sabberausschlag und Windelbereich zum Stillen. Und ja, deswegen habe ich mir hier eine mitgenommen. Ich habe dann auch schon mal so ein paar Riegel mitgenommen. Die werde ich jetzt direkt einpacken. Die sind aktuell wegen der Lunendiät, die ich mache, nicht drin. Aber ja, im Kreißsaal, wenn die Geburt dann anfängt, denke ich mal, ist es dann egal, oder? Also deswegen habe ich auf jeden Fall Snacks mitgenommen. Philipps Lieblingsriegel und meine Lieblingsriegel. Da hatten mir viele von euch nämlich auch gesagt, dass ich auch darauf achten soll, dass das Philipp schmeckt und dass ich auch viele Dinge für Philipp mitnehme, dass er dann nicht irgendwie noch wohin muss oder ihm Sachen gar nicht schmecken oder kein Essen ist oder sein Kreislauf dann auf einmal zusammenklappt. Da werde ich auf jeden Fall noch Getränke und sowas holen. Aber das hat noch einen kleinen Moment Zeit. Ich habe es nur einfach jetzt schon mal mitgenommen, weil man die ja auch gut lange aufheben kann. Dann habe ich hier so ein Sonnensegel mitgenommen, weil mir unter uns gesagt der Bugaboo Sonnenschirm viel zu teuer ist. Der kostet einfach 110 Euro für den Kinderwagen. Und auch da haben mir einige gesagt, dass so ein Sonnensegel viel, viel besser ist. Das schützt viel besser vor der Sonne als so ein Sonnenschirm. Ist es natürlich auch mit UV, also 50+. Und da kommt aber trotzdem noch Luft runter. Also ich denke, dass das eigentlich ganz gut sein wird. Wir werden es sehen. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Dann habe ich noch ein paar Schnuller für sie gekauft, weil wir erst ein paar hatten. Und zwar haben wir hier welche von Nook, diese hier. Und ein paar Schnuller ist natürlich zu wenig. Deswegen habe ich hier noch welche von Nip Green mitgenommen. Newborn. Das ist jetzt so Naturlatex. Also es gibt ja wirklich extrem viel Auswahl an Schnullern. Und ich glaube, da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen zu, ob Schnuller gut sind oder nicht. Wir werden aber mal schauen, ob sie den Schnuller nimmt. Gibt ja auch Babys zum Beispiel, die sich dann nur noch beruhigen lassen, wenn sie an der Brust sind. Und das ist ja auch auf Dauer ziemlich anstrengend. Deswegen, ich habe einfach Schnuller da. Wenn sie sie nimmt, ist cool. Soll sie das gerne tun. Und wenn sie sie nicht nimmt, dann nimmt sie sie nicht. Aber deswegen, wir haben jetzt 6 Paar Schnuller. Dann habe ich hier noch eine Babybürste mitgenommen. Die ist richtig schön weich. Die ist auch aus Holz. Also die fand ich ganz gut. Es gab auch noch welche aus Plastik, aber ich fand Holz irgendwie ein bisschen besser. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Windeln mitgenommen. Wir haben schon ein paar bekommen, weil es noch übrig war bei Bekannten von uns. Deswegen musste ich nicht mehr so viele kaufen. Ich habe jetzt hier einmal von Babylove genommen. Das ist die 1 Newborn 2 bis 5 Kilo. Das sind 28 Stück. Dann habe ich, weil ich mich so ein bisschen durchtesten will, was besser ist. Manche Babys vertragen ja das eine und das andere nicht. Ich habe noch Pampers Baby Dry gekauft. Wir haben auch noch welche von Baby Dream, genau. Ich glaube, das ist von Rossmann, oder? Ich weiß gar nicht. Auch die sind von 2 bis 5 Kilo. Und ich habe mir noch ein Testpaket von Lilidu bestellt. Also ist keine Werbung, sondern ich habe es mir einmal bestellt und wir gucken, ob es die vielleicht verträgt. Und dann kann man das ja auch so als Abo machen. Dann kriegt man es immer nach Hause geschickt. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Dann habe ich noch hier so Sicherheitswattestäbchen, auch von Babylove. Die sind eigentlich nicht für die Ohren, sondern für ihren Bauchnabel, also für den Nabel, bis der dann abfällt, zum sauber machen. Und für alle Fälle draußen sind mir auch einige Mamis von euch empfohlen, Wickelunterlagen, so Einwegteile, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist und irgendwo im Restaurant ist, dass man die dann drunter legen kann, dass man die nicht auf diese Matte ohne alles legen muss. Deswegen habe ich hier erstmal ein paar Wickelunterlagen mitgenommen zum Einmal benutzen. Was mir jetzt noch fehlt, sind Waschlappen. Ich möchte sie gerne nicht mit Feuchttüchern waschen, also außer es lässt sich nicht vermeiden. Wir haben auch ganz, ganz viele hier schon bekommen von Hip, diese Sensitive, Ultrasensitive.
Die haben wir geschenkt bekommen. Natürlich werde ich die jetzt nicht wegwerfen, aber die werde ich eher nur für draußen benutzen. Und hier werde ich halt einfach Wasser und Waschlappen nehmen. Und da möchte ich auch so, es gibt ja auch einmal Waschlappen, aber das finde ich irgendwie auch doof. Deswegen muss ich jetzt im Internet noch so Babywaschlappen bestellen. Wir haben ja auch hier extra diese Schüsselchen schon hingetan. Die kommen, da kommt dann einfach Wasser rein. Und ja, ich weiß nicht, ich habe noch keine Körpercreme. Also wir haben jetzt ein bisschen auch was geschenkt bekommen von Freunden halt zur Babyparty. Von Beleda haben wir ganz, ganz viel so Wundschutzcreme. Das hat auch, das haben jetzt zwei Hebammen schon gesagt, Gesichtscreme und Wundschutzcreme haben wir schon. Meine Hebamme hat zum Beispiel gesagt, am Anfang sollte man die zum Beispiel mit gar nichts eincremen, sondern nur mit so Mandelöl. Davon ist sie zum Beispiel ein Freund. Also ich denke, das wird kommen, wenn sie wieder da ist. Dann werde ich wahrscheinlich auch ganz viele Tipps von ihr bekommen, was ich machen kann. Ich denke mal, jedes Elternteil wird irgendwann für sich rausfinden, was für sein Baby am besten ist, weil kein Kind ist ja auch gleich. Und genau, ja, ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen. Ich werde das jetzt alles erstmal einsortieren und wegräumen und euch dann morgen wieder ein bisschen mitnehmen im Vlog. Das werde ich euch dann auch nächste Woche irgendwann posten. Und genau, ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder auf dem Kanal. Ciao!